Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Ja, heute ist das besonders und zwar, das habt ihr schon oben in der Videobeschreibung gelesen, was das heute gibt. Das wird eine sehr leckere Geschichte und ja, wie man das herstellt und was man das braucht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, an Zutaten brauchen wir ja nicht viel. Wir brauchen hier eine gute 2 Kilo Schweinenacken am Stück. Dann brauchen wir Bierchen. Das ist so ungefähr, sollte sein, knappe 0,3. Dann habe ich hier 250 Milliliter Barbecue-Soße, in dem Fall meine. Ihr könnt auch jede Barbecue-Soße dieser Welt nehmen, auf die ihr steht. Habt einen rauchigen Barbecue-Rub, in dem Fall auch meinen. Den könnt ihr nachmischen, könnt aber auch den Barbecue-Rub nehmen, der ein bisschen Raucharoma drin hat, auf dem ihr so steht. Zum Beispiel Hashtag Smoke von den Sizzle Brothers, wer da hat, würde zum Beispiel sehr, sehr gut passen. Dann habe ich noch einen Löffel hier, eine Schüssel. Hier drüben steht der Bräuking Ripsdiemer, was für ein kompliziertes Wort. Und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, die erste Amtshandlung, die wir hier machen, ist, wir schneiden unser Schwein in Stücke. Und zwar so richtig schöne, dicke Steaks runterschneiden. So ungefähr so Messerbreite, was sind wir jetzt sein, 4 cm, 3, 4 cm. Und schneiden dann uns davon ungefähr so ein Stückchen. Also für einen Schaschlik zu groß, für einen Mutzbraten zu klein. Also irgendwo, eine Kinderfaust. So, also ungefähr von der Größe schneiden wir uns Stücken runter. Wenn die mal ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sind, macht das nichts. Das darf man dann halt nicht so genau nehmen, also ungefähr so die Kaliber. Kleine Brocken. Kleine Brocken, genau. So sehen die aus, also alle gleichmäßig, ungleichmäßig, aber ungefähr gleich groß. Das ist wichtig, dass die nachher natürlich auch alle zum selben Zeitpunkt durch sind. Wenn ihr zu groß und zu klein hast, sind manche schon komplett tot und die anderen sind innen noch roh. Ach, das wäre beides doof, beziehungsweise komplett tot. Ist ja der Sinn der Sache, den wir machen, weil die richtig also bis zum Ende durchgaren. So, darauf verteilen wir jetzt so 2 Esslöffel von dem Smoky Porky, dass wir auch schön Rauchgeschmack drin haben, weil es natürlich dem Ribroaster natürlich keinen Rauch von außen abbekommt. Und kippen darauf also nicht ganz die 250 ml, aber schon eine schöne Portion von der Barbecue-Soße und vermischen das. Also, das geht jetzt leider nur von Hand vernünftig. Deshalb ist auch da wieder Sinn, macht es Sinn, so einen Handschuh anzuziehen, dann saust er dich nicht komplett voll. Hände waschen tut man ja trotzdem. Aber der ganze Paprika-Zeug an Fingern muss man nicht haben. Jetzt saugt sich das schon schön hier mit der Barbecue-Soße. Und das ist auch das, was nachher schön den Geschmack ans Fleisch bringt. So, jetzt haben wir hier unsere Fleischstücken. Hier links ist der Ribroaster und hier ist unser Bierchen. Das wandert erstmal da unten rein, das wird uns so schön Bierdampf erzeugen. Kann sein, dass wir zwischendurch nach einer halben Stunde nochmal ein Bierchen nachkippen. Aber erstmal versuchen wir das mit der Menge. So, und jetzt werden wir hier drin praktisch unsere Schweinebröckchen hier. Wenn ich jetzt kein Bier verwenden möchte, kann ich Apfelsaft oder irgendwas anderes ausschließlich nehmen? Ja, kannst du nehmen. Kannst Apfelsaft nehmen, kannst Cola nehmen. Also sind, worauf du Lust hast. Die stapeln wir jetzt einfach grob hier drin. Und so, zweite Lage hier so schräg drüber. Also nicht so einen kompletten Klumpen zusammendrücken, sondern guck mal, wenn du hier so eine Öffnung hast, dann legst du da einfach wieder hin rüber, dass die so ein bisschen von allen Seiten der Dampf ran kann. Und jetzt kommt der Deckel drauf. So, Deckel ist auf und damit geht er auf den Grill. An der Stelle habe ich den Grill auf 200 Grad vorgeheizt. Das ist jetzt beim Bräuking Riegel ist es so, dass wir praktisch alle Brenner auf kleinster Stufe haben. Dann läuft er ziemlich konstant bei 220 Grad, je nach Außentemperatur. Das ist aber bei dieser nur beim Dämpfen relativ unerheblich, ob man 180 oder 240 da drin hat. Hauptsache, dass das richtig knacke heiß ist und dass Dampf rankommt. Jetzt 350 Grad würde ich nicht machen. Da würde sofort unten so drin alles verbrennen und verpuffen. Das wäre doof, aber die Temperatur sollte schon sehr gut passen. Dauern würde die ganze Geschichte jetzt ungefähr eine Stunde. Tada! Hitzeschutzhandschuhe macht bei dem Ribroaster total Sinn. Das verbrennt nämlich gnadenlos die Finger. Und da wollen wir mal hinschauen. Da ist also schon ein bisschen Garprozess vorangegangen. Und die Schichten immer so ein bisschen rum. Also muss man die hier oben ein bisschen so zur Seite legen. Dass sie praktisch nicht auf derselben Stelle bleiben. Ja. Aber die gefällt mir schon. Die gefällt mir schon sehr gut. Unten drunter ist jetzt schon ein bisschen weniger Bier, als ich dachte. Aber ich habe eins dabei. Jetzt kippen wir nochmal schön Bier an. Also jetzt nicht so übers Fleisch rüber kippen, weil sonst die ganze Würzung runterwäscht. Und ja, schließen den Deckel. Und dann sollten wir schon am Ziel sein. Ja, also eine Dreiviertelstunde hatten wir jetzt schon. Jetzt haben wir nochmal 20 Minuten draufgelegt. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und dann sieht es schon sehr, sehr gut aus. Da sind die Jungs. Und ich finde die so schon schön, aber die sehen so ein bisschen unansehnlich aus. Ich hätte ja noch ein bisschen Röstaroma dran. Und dann nehme ich mir lieber die Zeit
und packe die bei den 200 Grad, die wir hier drin haben, einfach noch mal eine Viertelstunde kurz nach hier oben. Und dann können die außen noch so ein bisschen größer aufnehmen. Wenn ich aber jetzt kein Ablagerost habe, ja, was mache ich dann? Dann hast du ein Problem. Also beim Kugelgrill hast du zum Beispiel keinen. Ja. So, dann nimmst du einfach den weg und legst, weil den hättest du auf dem Kugelgrill indirekt stehen. Dann würdest du den praktisch dahin stellen, wo der Rib-Roster stand. Aber bei den meisten Gasgrills hast du einen Ablagerost. Also wenn du keinen hast, na, dann wird es echt schwierig. Dann kann man notfalls mal mit seiner Frau reden, ob man nicht einen neuen Gasgrill haben kann, weil der alte keinen Ablagerost hat. Sag's einfach, Klaus hatte dir gesagt. Und dann bin ich schuldig, wie immer. Kann damit gut umgehen. Aber du hast einen neuen Grill. Und wie angekündigt, ein paar Minuten später aufknuspern, hat sich schon gelohnt. Sieht das nicht geil aus? Schön weich und saftig, blubbernd. Die nehmen wir jetzt runter, lassen sie ein bisschen abkühlen und dann werden wir sie kosten. Da ist der Bursche, komm ich schnell, nehme an. Siehst du, wie das Messer schon durchfällt? Geil. Hast schön saftig drin, ne? Oh, schön dieser Fett dran, außen schön knusprig und rinnen in die hohle Birne. Heiß. Was für eine Überraschung. Eine ziemlich fiese kleine Schweinerei, würde ich sagen. Du hast schön die Barbecue-Soße, du hast das Gewürz, was bei rauskommt. Ganz klar, den Schweinegeschmack da drin. Das ist ja innen saftig wie ein Schweinebraten und außen so knusprig wie Rips. Also eine ziemlich coole Kombination. Also wenn man jetzt nicht wüsste, wo es herkommt, würde man sagen, was ist denn jetzt für ein Schnitt, was ist denn für ein Zuschnitt? Also ziemlich geil. Also nicht so zerfasernd wie ein Pulled Pork, aber auch nicht so bissig wie ein Schweinsbraten. Irgendwie in der Mitte drin. Also eine relativ coole Nummer. Und wenn ihr noch ein Stück Schweinebraten, Schweinenacken über habt, kann ich euch nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Und ihr werdet wahrscheinlich sehr überrascht, so ähnlich wie ich. Von daher, ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, Feins Grill Barbecue. Macht's gut. Was für ein kleiner Schlingel, ey.